Hallo Freunde, alle zusammen. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz das getrocknete Bild, beziehungsweise fast getrocknet. Ich zeige es euch einfach mal. Aber ihr seht eigentlich, es hat sich gehalten. Die Zellen sind geblieben. Und jetzt passt mal auf, es glänzt natürlich durch diesen Klarlack. Und da in der Mitte, da war es jetzt flüssig. Also es ist noch nicht ganz getrocknet in der Mitte, ihr seht es. Aber, ihr könnt eigentlich sehen, es ist durch diesen Klarlack, also wie gesagt, wie so eine Bremse, ist es so geblieben. Das wollte ich euch nur kurz zeigen. Funktioniert also. Und dann habt ihr natürlich dann auch, ihr seht es hier, so ist im Prinzip dann getrocknet. Glänzend. Da müsste ich vielleicht mal schauen, ob ich da noch einen Seitenmatt-Klarlack herbekomme. Dann spiegelt das Bild nicht so arg. Aber das passt. Okay. Heute mal wieder ein Bild mit Alkoholinks. Und zum Schluss mit Harz überzogen. Ich habe Musik laufen lassen, weil es dauert ein bisschen und dann habe ich es ein bisschen verschnellert, damit es auch interessant für euch bleibt. Alkoholinks habe ich Kupfer genommen. Sunshine Yellow. Sailboat Blue. Also ein Blau im Prinzip. Dann Purple Twilight. Und Watermelon, also Wassermelone. Hab das dann Alkohol, also Isopropanol, 99,9% Alkohol. Ich habe das diesmal so gemacht, dass ich das, das seht ihr nachher aber dann auch, in kleine Becher rein habe. Plus dann Alkohol dazu gemischt, damit es einfach flüssiger ist. Und ich denke mal, da geht noch mehr, also dass man es noch flüssiger machen kann. Aber war jetzt mal wieder ein Versuch und denke mal, ist ganz okay geworden. Mit dem Föhn muss ich noch ein bisschen üben. Ich mache es einfach zu wenig, zu selten mit Alkoholinks. Aber es macht eigentlich richtig Spaß. Ich würde es vielleicht auch mal wieder öfters machen. Einfach auch Abwechslung in den Kanal reinzubringen. Wie gesagt, auch in Zukunft dann wieder mit Airbrush. Ihr habt ja, denke ich mal, gesehen, ich habe den neuen Kompressor von Implotex. Okay, lasst uns starten. Dann hoffe ich, dass es euch gefällt und dann sehen wir uns.
So, Freunde, das ist noch von meinen Spraypaint-Zeiten Bild. Aber was ich euch zeigen wollte, das, was darunter ist, das nehmen wir jetzt einfach mal ab. Ich nehme das ja immer zum Abdecken, dass das Harz trocknet. Tada! Damit keine Staubkörner noch drauf fallen oder drauf fliegen. Also ihr könnt auch hier sehen, es ist, ich hoffe, man sieht es gut. Warte mal, ich drehe mich mal ins Licht. Das sieht dann nämlich spiegelt. Es hat eine ganz glatte Schicht gegeben. Vielleicht sieht man es hier noch ein bisschen besser. Und ist trocken. Ich habe so ein Holzbord genommen. Okay, das an der Seite. Ich habe es mit Klebeband abgeklebt. Ich hoffe, dass ich es gut abbekomme. Und das ist ja das Gute eigentlich bei diesem Holz dann. Dann nehme ich einfach meine Schleifmaschine, schleife den Rand ab und mache es dann wieder gerade. Und male es dann irgendwie an in einer Farbe, wo dazu passt. Okay, cool. Also natürlich auch so geblieben. Ja, hier ist natürlich vom Licht her nicht ganz so. Aber ich finde es gut. Warte mal, ich kann es eventuell mal etwas lösen. Da seht ihr es vielleicht besser. Da seht ihr, wie glatte Oberfläche das ist. Licht ist besser. Okay, cool. Nee, gut funktioniert. Ich habe noch ein bisschen Alkohol reingemacht in das Harz. Und dadurch gibt es einen schönen Verlauf dann. Okay, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann übe ich auch noch ein bisschen mit Alkohol Inks. Und dann bis zum nächsten Mal. Schreibt mir einfach. Tschüss.